Euer Palmas und willkommen jetzt zum dritten Part von Way of Video. Das ist auch jetzt hier schon der finale Part. Damit ist dann auch diese kleine Serie, sag ich mal, abgeschlossen. Und ja, hier möchte ich euch jetzt noch ganz einfach zeigen, wie ich meine Commentaries bearbeite, mit welchem Programm, wie meine Rendereinstellungen sind. Und ja, damit können wir uns auch gleich mal anfangen. Zunächst einmal gehe ich in Sony Vegas rein. Ich benutze das Pro 9.0. Ich komme mit dieser Version einfach am besten klar, wobei die sich alle einfach nicht voneinander unterscheiden. Ich finde die 10er-Version zum Beispiel, die arbeitet recht langsam. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Ich habe ja ein 64-Bit-Betriebssystem. Ich denke, das sollte heutzutage jeder haben. Aber trotzdem läuft die 9er-Version um einiges flüssiger, finde ich. Und das Vorschau-Video, was hier oben rechts angezeigt wird, läuft auch um einiges flüssiger. Gut, und damit fangen wir auch jetzt schon an. Wenn ihr das Programm das erste Mal benutzt, habt ihr es hier nicht oben in 16 zu 9, sondern in 4 zu 3. Und ja, das wollt ihr natürlich anders haben. Ihr wollt natürlich in 16 zu 9 eure Videos haben. Und dazu geht ihr hier oben links auf den Pfeil. Und dann könnt ihr da erstmal die Einstellungen vornehmen. Bei Breite und Höhe, also erst einmal habe ich Benutzer definiert gemacht. Und bei Breite und Höhe gibt dann ein 1280 zu 720. Das ist das ganz normale HD-Ready-Format, womit man dann auf YouTube zum Beispiel uploadet. Hier bei Pixel-Seitenverhältnisse könnt ihr PAL oder diesen amerikanischen NTSC-Format nehmen. Das habe ich einfach so gelassen, weil es damit keinen Unterschied ja, aufbirgt. Bei der Framerate, da müsst ihr am besten 29,97 NTSC machen, weil. Wenn ihr jetzt auf 60 Frames rendern würdet, würde das nicht wirklich was bringen, weil YouTube macht die Videos wieder auf 30 FPS runter, also auf 30 Frames die Sekunde. Und von daher macht das überhaupt keinen Unterschied. Das heißt, ihr würdet nur unnötig länger rendern und die Zeit, die ihr darin verschwendet, mit der könntet ihr schon wieder fast ein neues Video machen, sage ich mal. Pixelformat mache ich 18-Bit. 18-Bit, was erzähle ich denn? 8-Bit. Renderqualität natürlich optimal. Den Rest, den könnt ihr halt so lassen. Und hier unten müsst ihr einen Haken machen, dass alle weiteren Projekte, wenn ihr wieder Sony Vegas neu startet, mit denselben Einstellungen geöffnet wird, die ihr jetzt hier eingestellt habt. Dann geht auf Übernehmen und auf OK. Und das war's dann auch schon. Gut, kommen wir jetzt zum eigentlichen Gameplay. Zunächst einmal ziehe ich mir erstmal mein Intro rein. Das habe ich natürlich alles hier ordnungsgemäß in meine Ordner verpackt. Da ist es auch schon. Wo ist denn da? Das ziehen wir dann einmal rein. Das ist natürlich schon fertig gerendert, schon fertig bearbeitet. Und da muss ich eigentlich nie was dran verändern. Dann als nächstes nehme ich dann immer mein abgespeichertes Gameplay. Das habe ich jetzt aber auf den Desktop gezogen. Weil wenn ihr den ganzen Ordner mit den ganzen Gameplays sehen würdet, dann wüsstet ihr ja schon alle Scores und dann wäre es ja ein bisschen langweilig, weil so manche bleiben halt doch in Erinnerung. Und auf jeden Fall, dann nehme ich das Gameplay, ziehe es in Sony Vegas rein und hänge es erstmal direkt hinter das Intro. Vielleicht nicht wundern, wenn das Programm jetzt hier ein bisschen langsamer läuft, aber das liegt wahrscheinlich daran, weil ich jetzt noch nebenbei mit Fraps aufnehme. Also daran einfach nicht stören lassen. So, am Anfang habe ich immer noch so eine kleine Pause, wo sich noch nichts bewegt. Die schneide ich natürlich raus, indem ich einfach die Tonspur, die Timeline anklicke und dann mit den Pfeiltasten einfach Frame für Frame weitergehe, bis sich das Bild bewegt. So, und das wäre jetzt hier der Fall. Und dann drücke ich einfach das S auf meine Tastatur, damit ich den Cut machen kann. Und dann klicke ich den Teil an, den ich halt löschen will und gehe einfach auf Entfernen. Ziehe mir den Teil dann hier ran. Und hinten ist natürlich auch noch ein Stück, was ich bestimmt rausschneiden kann, weil das Scoreboard soll ja nicht ewig angezeigt werden. Dann mache ich dann einfach nochmal dieses kleine Stück raus, wieder S und dann entfernen, um das Teil zu löschen, das halt nicht mehr enthalten werden soll. Gut, wenn das soweit gemacht ist, nehme ich mein Outro. Das wäre hier. Ziehe das dahinter. Und am Ende meines Videos kommt ja immer so eine kleine Überblende. Das ist ganz einfach. Mit meinem Mausrad zoome ich ein bisschen rein und ziehe dann mein Outro auf die Video- und Tonspur des Gameplays auf genau 1,00. Und dann habt ihr hier diese Überblende. Genau. Das war es auch eigentlich schon
zu dem Schneiden des Gameplays. Jetzt kommen wir auch zu der Color Correction, was natürlich ganz wichtig ist, weil, wie ihr seht, ist jetzt noch ein Grauschleier über dem Video. Das heißt, das Video wirkt blass. Und hier rechts am Rand haben wir noch eine rechte feine Linie und die ist oben auch, die seht ihr jetzt nicht, weil hier oben und unten gerade eh schwarze Balken sind. Das hat aber hinterher nichts mehr mit dem Video zu tun, wenn man die ja hinterher nicht mehr sieht. Auf jeden Fall geht ihr dazu auf Event Panorama Cropping und dann zieht ihr das Ganze einfach kleiner. Ich habe das Ganze schon abgespeichert in meinen Vorlagen, hier YouTube, und da seht ihr jetzt, zack, habe ich einen kleinen Zoom in das Video gemacht und schon sind die hässlichen Ränder weg. Als nächstes natürlich dann die Color Correction. Dazu sucht ihr euch hier rechts am besten immer einfach nur, Moment, hier, Video of X geht ihr genau, auf Video of X, und dann sucht ihr euch am besten immer nur Color Curves aus, weil umso mehr Effekte ihr drauf packt, umso länger dauert das Rendern und umso hässlicher wird die Qualität im Endeffekt nur noch. Wenn ihr zum Beispiel nur beispielsweise Color Curves drauf packt, die ich hier gerade angeklickt habe, Color Corrector, dann auch einen normalen Color Corrector, dann eventuell noch Sharpen, dann wird das Gameplay so vollklatscht mit Color Corrections und anderen Effekten, dass das Bild ja nicht mehr hinterher schön aussieht. Deswegen würde ich euch empfehlen, maximal Color Curves und Sharpen drauf zu packen. Das kann ich euch zeigen. Dann nimmt er, klickt das einfach an, geht dann auf Keins zurücksetzen. Das heißt, noch verändert sich dann nichts auf der an dem Video, und dann habt ihr jetzt hier diese Linie. Das ist dafür, da könnt ihr die Höhen und Tiefen der Farben halt einstellen. Das heißt, wenn ich hier nach oben ziehe, wird es heller, so wird es dunkler. Das gleiche ist halt mit der unteren Linie. Das heißt, es ist nur halt im Vergleich wichtig. Das heißt, wenn ihr jetzt die obere Linie nach oben zieht und die untere nach unten, dann heben sich die dunklen und die hellen Töne voneinander besser ab. Das heißt, ihr habt nicht mehr diesen Grauschleier. Das kann ich euch zeigen, indem ich einfach mal hier oben auf diesen Bildschirm an sich teilen gehe. Da seht ihr mal den Vergleich von vorher und von nachher. Links ist es vorher, rechts ist es nachher. Und da seht ihr, dass es um einiges besser aussieht. Gut. Das lösche ich aber jetzt einmal. Nee, tue ich nicht. Ich kann ja gerade auch Sharpen erwähnen, dann könnt ihr das hier einfach mit X schließen. Ihr müsst nicht irgendwie auf Bestätigung oder so gehen, sonst macht das Programm von alleine. Dann geht es hier in eurer Video-FX-Liste, boah, das ist ein Wort, nach unten, geht auf Sharpen, geht auf Kein zurücksetzen, zieht das wieder auf eure Videospur. Und machen wir das erstmal hier oben weg. So, und dann seht ihr schon, dass das Bild um einiges schärfer ist. Guckt euch's an, so war es vorher. Und so ist es jetzt. Hoffentlich sieht man das durch die Aufnahme, die ich gerade mit Fraps mache, weil ich sehe ganz klaren Unterschied. Kann man machen, muss man nicht machen. Bei manchen Spielen wirkt das dann richtig verfälscht und dann sind die Kanten echt zu eckig. Also echt zu, wirken die dann echt zu abgeschnitten. Das muss man echt gucken. Ich mache es immer so nach Bauchgefühl mal rein. Zum Beispiel, wenn ich eine Map habe, wo sehr viel mit Gräsern oder so ist, dann mache ich keinen Schaden drauf, weil dann sieht ein Grashalm echt aus wie, ja, wie reingeklatscht. Wirkt dann nicht mehr halt so gut wie im Original. Hier würde ich zum Beispiel schon rauslassen. Das müsst ihr für euch selber entscheiden. Aber mehr Effekte würde ich halt echt nicht draufpacken. Maximal Sharpen und Color Curves. Wenn ihr das getan habt, dann ist ganz wichtig, dass ihr Rechtsklick auf euer Video macht, auf Eigenschaften und auf Resampling deaktivieren. Und auf OK. Das bewirkt, dass wenn man Bewegungen macht, dass das nicht verschwommen wirkt. Da sieht man in vielen Gameplays, das machen viele Leute nicht, was ich nicht verstehe, weil es ja nur zwei Mausklicks sind. Nein, es sind drei Mausklicks, richtig. Ne, sogar vier. Ich gucke das jetzt nach. Eins, zwei, drei, vier Mausklicks. Weil dann wirkt das Video sehr verschwommen und das sieht, finde ich, richtig hässlich aus. Und deswegen mache ich halt eben diese eine Sekunde Arbeit da und mache eben das Resampling deaktivieren. Und dann hat man halt um einiges besser aussehende Video. So, und dann hatte ich öfter mal die Frage bekommen, wie ich oben rechts mein Wasserzeichen reinmache, PCP. Das ist ganz einfach. Ich mache erstmal Rechtsklick hier unten auf eine freie Stelle, mache Videotrack einfügen. Da habe ich hier noch oben nochmal eine neue Videoline. So, dann gehe ich erstmal mir das raussuchen. Hier ist es schon. Das ist eine PNG-Datei, die hat den Vorteil, dass der Hintergrund automatisch ersetzt wird. Das heißt, die PNG-Datei ist ein Bild ohne
Hintergrund. Das heißt, das seht ihr jetzt gleich, wenn ich das hier reinziehe. Nebenbei nur mal erwähnt, es wurde mit Cinema 4D und Photoshop erstellt, das Wasserzeichen. Und wie ihr jetzt auch schon seht, ist der Hintergrund automatisch ersetzt. So, jetzt ziehen wir es erstmal auf die richtige Länge des Videos. Jetzt muss ich natürlich hinten auch nochmal anklicken. Und ganz wichtig ist es halt, dass ich das halt nicht nur bis hierhin ziehe, sondern bis über das Intro, damit das halt gleichzeitig mit dem Gameplay ausgeblendet wird. Und deswegen muss ich natürlich auch das Wasserzeichen auch ausblenden lassen. Dafür gehe ich einfach an die obere Kante des Videos, kann ich euch nochmal zeigen, hier, und ziehe es einfach mit gedrückter linker Maustaste nach links. So, damit das jetzt oben rechts in der Ecke ist, das ganze Wasserzeichen, gehe ich hier bei dem Wasserzeichen auf Event Panorama Cropping wieder und ziehe das dann einfach mal ein bisschen rauszoomen mit der Maus, mit dem Mausrad und ziehe es dann einfach kleiner und tue es dann einfach in die Ecke. Ich habe das Ganze auch schon abgespeichert und das sieht dann so aus. Dann habe ich es schon oben rechts in der Ecke und damit das halt ein bisschen durchsichtiger ist, gehe ich hier links auf diesen Regler und ziehe es immer auf circa 70%. Dann ist das so ein bisschen transparent und finde ich, sieht um einiges besser aus und sieht nicht einfach so draufgeklatscht aus. Was ich immer noch empfehlen würde, ist halt so eine kleine Einblende am Video, wie ich es auch schon hinten am Video habe. Dazu scroll ich immer ein bisschen rein in das Video, gehe wieder an die Ecke des Videos, an der Videospur und ziehe es auf genau 19 Hundertstel. Das wäre hier der Fall. Und natürlich hier oben auch, damit das beides gleichzeitig eingeblendet wird. So. Seht ihr, dass das hier eingeblendet wird? Hieran erkennt man, wann das halt komplett eingeblendet ist. Kann ich euch jetzt auch einmal zeigen. Okay, das hat es leider ein bisschen gehakt. So, jetzt hat man es gesehen. Wird halt eingeblendet. Und das finde ich halt sehr viel schöner, als wenn es auf einmal einfach da ist. Muss jeder für sich selber wissen. Ich mache es zumindest so. Und so mache ich das auch schon so langer Zeit und das lasse ich auch so. Ganz wichtig ist halt noch, dass das Gameplay leiser gemacht wird, weil sonst hört man euch selber ja nicht. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Deswegen gehe ich einfach an den oberen Rand der Audiospur und halte linke Maustaste gedrückt und ziehe es einfach nach unten bis auf minus 19,5. Dann ist das Gameplay um einiges leiser und man kann euch um einiges besser verstehen. Und jetzt kommen wir auch schon zum wichtigsten Teil. Wie nehme ich meinen Commentary auf? Dazu klicke ich ungefähr erstmal mit dem Cursor in der Timeline da, wo die Einblende beginnt. Das wäre hier, weil ich will ja nicht anfangen zu reden, wenn das Video noch gar nicht da ist. Auch wenn es nur 19 Millisekunden sind. Ich bin immer so ein bisschen ja, pingelig. Auf jeden Fall gehe ich dann mit dem Cursor hin. Machen wir das Gameplay so, damit ich alles sehe, weil wenn ich jetzt so machen würde, wüsste ich ja nicht unbedingt, wie lange das Video noch geht. Deswegen scrolle ich einfach raus. Da habe ich das ganze Video in der Ansicht. Und drücke dann hier unten auf diesen runden Kreis. Das ist der Aufzeichnungsbutton. Kann ich es einfach mal als Beispiel machen. Ich hoffe, okay. Und dann kann man jetzt hier irgendeinen Schmarrn labern, so wie ich immer. Ihr wisst, ich habe absolut nie eine Ahnung, was ich hier vor mir herquatsche. Und ihr seht halt, wie das aufgenommen wird. Und wenn ihr die Aufnahme beenden wollt, drückt da einfach wieder unten auf den Knopf drauf. Und geht auf Fertig. Am Anfang ist halt immer noch hier so ein kleiner Bereich, wo ihr bestimmt noch nicht geredet habt. Weil so schnell, wie ihr auf den Aufnahmeknopf drückt, fangt ihr bestimmt nicht an zu reden. Und wenn man ganz genau hinhört und man das jetzt so lassen würde, wird man so ganz leichtes Hintergrundrauschen des Headsets hören. Das ist unvermeidlich. Vielleicht bei High-End-Headsets, die über die 200-Euro-Marke gehen, da müsste man das vielleicht nicht machen, was ich euch jetzt zeige. Aber hier schon. Ich schneide immer möglichst weit, möglichst viel weg, so dass man halt kein Rauschen hat. Das mache ich dann wieder mit der S-Taste und drücke dann den Bereich weg, den ich halt löschen möchte. Und mache dann hier auch so eine leichte Einblende, damit der Rauscheffekt, der nervige Rausch, Sound erst sehr viel später kommt. Und dann kann man jetzt hier, und dann hört man das halt auch gar nicht. Finde ich echt gut. Und ja, das war's auch eigentlich schon. So mache ich meine Commentaries. Und jetzt kommen wir noch zu der anderen wichtigen Sache, wie ich meine Videos rendere, in welcher Bildqualität. Dazu gehe ich oben auf Datei, gehe auf Rendern. Das könnt ihr aber auch anders machen. Ihr könnt auch einfach hier direkt auf dieses blaue, komische Zeichen gehen.
geht auf Rendern und dann seid ihr jetzt hier in dem jeweiligen Ordner, wo ihr es speichern wollt. Könnt ihr euch natürlich aussuchen. Ich habe mir mal einen extra Ordner dafür angelegt. Hier seht ihr auch schon die ganzen Videos, die schon alle auf meinem Kanal sind. Zumindest die, die ich gemacht habe, seitdem ich den Laptop hier habe. Könnt ihr hier einen Titel eingeben. Test gebe ich jetzt ein. Und mein Dateityp, den ich immer auswähle, ist WMV. Also ich rendere generell im WMV. Finde ich, ist der beste Format. Hat mich noch nie enttäuscht. Und dabei bleibe ich auch. Viele rendern auch dann noch in MPEG. Also in MP4. Habe ich noch nie ausprobiert. Ich bleibe bei WMV. Und dann geht er hier auf Benutzer definiert. Ihr habt zwar hier noch Vorlagen, HD 720 und so, aber ich mache es lieber selber und gehe dann deswegen auf Benutzer definiert. Und ja, dann könnt ihr es hier aussuchen. Hier stellt er CBR ein, Windows Media Audio 9.2. Das lasst ihr so, wie es ist. Dann klickt ihr hier unten auf Video. CBR, Windows Media 9, Bildgröße, Benutzer definiert. Da gibt er dann ein 1280x720. Und Pixel-Seitenverhältnis ist 1,000 Quadrat. Hier macht natürlich auch wieder 29,97 Frames die Sekunde. Und 5 Keyframes pro Sekunde. Das ist so der Durchschnittswert, den man eigentlich macht. Videoglätte natürlich 100, damit es richtig gut rüberkommt, damit es richtig scharf ist und nicht irgendwie verschwommen. Bei Bitrate lasst alles so, wie es ist. Index-Zusammenfassung auch. Da könnt ihr auch nur was einstellen, wenn ihr hier oben den Haken dran setzt. Und bei Projekt geht er nur bei Videorenderqualität auf optimal. Wenn ihr das Ganze speichern wollt, geht er einfach hier oben hin, gibt dann halt irgendwas ein und geht dann einfach auf OK. Ja, das war's auch schon. Der nächste Schritt, den ihr machen müsst, ist halt auf Speicher gehen und dann fängt das Video an zu rendern. Das werde ich jetzt nicht tun. Das wird nämlich sonst ein bisschen lange dauern. Bei ungefähr einem 5,5 Minuten Video sind das jetzt 20 Minuten. Nein, nicht ganz. 15 bis 20 Minuten und so lange möchte ich das Video jetzt doch nicht vergeuden. Falls ich hier ein bisschen verplant oder so geredet habe, wundert euch nicht. Wir haben gerade genau, ja, seht ihr gerade, 5.35 Uhr. Ja, seht ihr sogar, ich habe nichts zu verheimlichen. Und ich muss halt auch ein bisschen leiser reden. Und die Müdigkeit tritt langsam auch ein, weil ich halt bis heute um 10:30 gearbeitet hatte. Und ich eigentlich sowas von froh war, dass ich zu Hause war, doch schlafen konnte ich dann doch wohl nicht. Seht ihr, ich laber schon irgendeinen Mist. Also nehmt mir das jetzt nicht übel, sonst bin ich ja nicht so verplant. Also bin ich schon, aber ach, ich gib's einfach auf, ja? Vergesst das alles wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und in diesem Sinne sage ich ciao.